Schöne Grüße aus der Genusszone. Wir machen heute ein schnelles, leckeres Abendessen, nämlich einen gebackenen Camembert. Dafür haben wir hier folgende Sachen. Wir haben Preiselbeeren, Mehl, Paniermehl, Camembert, zwei Eier und Toast. Wir fangen an, indem wir uns wieder eine Panierstraße aufbauen. Dafür habe ich hier mein Mehl, Paniermehl und Ei brauchen wir noch. Das Ei schlage ich jetzt in dieser Schale. Zum Panieren nehmen wir uns den Camembert und ziehen ihn erst einmal durchs Mehl. Wichtig ist, dass auch die Kanten mit Mehl bestäubt sind. Dann geht es einmal ins Ei und dann durchs Paniermehl. Und der Trick bei der Sache ist, damit das jetzt in der Friteuse nicht ausläuft, dass wir das Ganze noch einmal wiederholen. Dann ist die Panade entsprechend dick und hält den flüssigen Käse darin fest. Das machen wir mit den anderen jetzt auch. So, und den fertig panierten Camembert geben wir jetzt bei 165 Grad in die Friteuse. So, während der Camembert backt, habe ich mir auch schon Toast geröstet. Und jetzt ist der Camembert fertig. Zack. Das Ganze essen wir dann mit Preiselbeeren und Toast. Und fertig ist der gebackene Camembert.